Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Episode von Stardew Valley. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir reiten jetzt gerade schnell ins Dorf und holen ein bisschen Saatgut. Weil wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen was verbraucht. Schauen wir, was wir noch kaufen können. Weil auf die Bohnen müssen wir noch warten. Dann haben wir wieder was freigeschalten. Okay. Zwiebeln. Weiß nicht. Kartoffelsaat. Sollen wir überall Kartoffeln pflanzen? Oder Blumenkohl? Ja, ich bin für Blumenkohl. Kaufen wir ein bisschen was. Gut. Ist hier noch irgendetwas Neues? Ah, Reis wollte ich mitnehmen. Bisschen. Ja, so Bäume hätte ich auch gern. Muss ich noch schauen. Dann gehen wir jetzt einpflanzen. Und um 14 Uhr gehen wir nach oben. Zur Abenteurergilde. So, hier. So, hier überall Pflanzen. Schön. Hier auch überall. Geht. Ah, hier war was fertig. Okay. Wir haben genau noch 10 übrig. Lege ich mal hier rein. Gut. Dann. Stein. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube schon genug. Und den hier kann ich endlich mal fällen. Sehe ich gerade. Weg mit dir. Gut. Wir haben Stein. Das heißt, wir können hier mal ein bisschen ausbauen. Oder hier drüben. Hier haben wir ja noch gar nichts. Von der Größe her ist das blöd hier. Gerade. Ich will die jungen Bäume nicht fällen. Ja. Ach, ich komme hier nirgendwo durch. Okay. Dann fällen wir hier ein bisschen. Und wir müssen jetzt zur Abenteurer gehen. Toll, wie das außer Reichweite ist.
Okay, ich muss zur Abenteurergilde. Und dann morgen direkt in die Wüste. Sehe noch kurz, ist hier was? Nein. Ab zur Gilde. Eine Klaue. Die kann man sicher bei Gunther ab abgeben. Jetzt das Schwert, was ich schon immer haben wollte. Das Lava-Katana. Ich hoffe, das ist es wert. Ist halt viel stärker. Und jetzt gehen wir besser auf Leben, würde ich sagen. Das verkaufe ich. Dann let's go. Jetzt haben wir unser Lava-Katana. Sollen wir noch in die Mine? Haben wir schon alles erledigt zu Hause? Zu Hause? Ich glaube schon. Ich hoffe es. Sonst wäre es blöd. Din, 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 din. Lukas ist noch krass unterwegs. Ja. Jetzt ohne Ritterhelm, aber mit dem krassesten Schwert. Jetzt würde ich auch gerne in die Wüste. Ich hoffe, ich überlebe das. Das hier hoffentlich schon alles fertig. Ja. Nein. Ja, ich will nur die Mayo. Wer bist du überhaupt? Irkani, alleine hier draußen. Was machst du hier? Ein Wave? Gut, hier ist ja nichts mehr. Schauen wir mal zu unserem Schleim. Wusste ich doch. Was mache ich mit dir? Gut. Das jetzt alles verkaufen? Dann kriegen wir morgen wieder jede Menge Geld. Dann können wir in die Wüste fahren. Das wollte ich noch machen. Stimmt. Wir haben jetzt Reis. Daraus machen wir Sushi. Gut. 7 Sushi. Sushi-Rollen. Let's go. Geben wir gleich ab.
Wir haben ja die Zeit. Wir haben ja keinen Stress. Kann ich eigentlich, das muss ich jetzt machen, gleich danach. So. Rein da. Hierhin muss ich. Nein, hier. Genau. Okay, Trüffel. Woher kriege ich Trüffel? Mohn. Okay. Einen Apfel sollten wir bald bekommen. Hasenbrote, naja. Aber was ist jetzt? Achso, ich konnte mich ganz kurz nicht bewegen. Seltsam. So, geht das? Das Ritterpferd. Hot. Okay. Nein, na, die Kappe gefällt mir irgendwie besser. Ja. Ja, die Kappe ist stylischer. Ja, die Kappe passt halt einfach besser. Ich weiß nicht. Pferd mit Kappe geht. Zahl. Lava Katana. Ja. Gut. Sind wir für morgen vorbereitet? Nein. Das verkaufen. Ja, komm, weg damit. Das alles ins Lager. Pack ich mal hier rein. Hier sind ja die Sachen für Gunther. Hier kommen die Pflanzensachen hinein. Lehm. Okay. Das Fledermauszeug brauchen wir morgen. Gut. Also das hätte ich auch noch abgeben können. Das Ding. Und weil wir morgen kämpfen. Werde ich das hier anlegen. Für den Kampf. Gut. Außer wir bekommen 20.000. Bisschen über 20.000. Dann. Wer weiß. Gute Nacht, Luna. Wir gehen schlafen. Viel zu wenig, viel zu wenig. Aber wir fahren in die Wüste. Wenn nicht irgendwie wieder sehr viel Arbeit kommt. Weil jetzt sollte eigentlich. Ja, ist ja klar. Gut. Dann fahren wir jetzt noch nicht gleich in die Wüste, sondern ernten. Super. Ich hoffe, die bringen viel. Oh, das wird eine Arbeit hier. Die mache ich nie wieder, die Bohnen.
Irgendwie sind die nicht cool. Wieso ist das hier noch nicht reif? Da drüben? Habe ich noch eine vergessen? Hier wieder Kartoffeln. Nein! Morgen, Hühnchen. Heute ist Erntetag. Okay. Seid frei. Das war wieder aus Versehen. Kaum macht man einmal die Tür aus, rennen sie schon raus. Ah ja, Freiheit. Freiheit den Hühnchen. Hey, hallo. Okay. Alles klar? So. Da. Hab's gerade übersehen. Alle Kühe melken. Ihr habt noch was zu füttern? Nein. Ist auch schon aufgebraucht. Ich muss da unbedingt mal nachschauen, wie viel da noch da ist. Drei mit Iridium-Qualität. Ja, mir geht's perfekt, Rocky. Wieder ein bisschen Halskratzen, aber sonst perfekt. What? Okay. Da ist einiges rausgekommen. So ein komischer Teleporter. Für Rot? Ist der Rot doch... Der ist doch in der Wüste, oder? Wo ich hin will. Ich pack mal... Die auf die Seite. Und das kommt weg. Okay, ich probier's. Ich mach's. Wo geht er hin? Ach, hier hin. Ach, okay. Gut. Oh, Berries. Aha. Brauche ich auch noch sehr viele. Ja, jetzt muss ich in die Wüste. Sonst wird es zu spät. Tagesaufgaben sind alle erledigt. Das heißt, wir können entspannt rüber. So, Blumen, Blumen. Blumen, Berries. Ich habe jetzt eigentlich schon zu viel in den Taschen. Aber ich fahr mal. Ab in die Wüste. Das erste, was ich mache, ist, meine Schmetterlinge zu kaufen. Schmetterlinge. Da. Schmetterlingsstall. Danke. Wollte ich unbedingt haben. Schau ich mal hier noch. Eine Kokosnuss nehme ich. Nehme ich alles.
Gelb war's, okay. Mit Gelb käme ich hierher. Was ist das da? Das ist eine Palme. Okay. Nein, falsch. Da. Schau mal in den Shop. Vielleicht hat sie was Neues. Kokosnuss. Ein T-Shirt. Naja. Hier haben wir die. Rote Beete. Ich warte lieber noch. Gehen wir kämpfen. Das Schwert ausprobieren. Wo ist das? Da. Hier, hier. Gut. Ab in die Höhle. Schauen, wie weit wir diesmal kommen. Ob ich wieder drauf gehe oder... Okay. Rein da. Okay, ich sterbe noch nicht. Ja. Alter, wie viel heben die? Das ist das bessere Schwert. Geht ja gar nicht. Schön. Knochen. Verschwindet. Wo? Ja, nehme ich. Schnell, ich will brauchen einen Weg nach unten. Nein. Ich brauche einen Weg nach unten. Ich will nach unten. Bevor hier was Blödes passiert. Willst du mich verarschen? Ja, die stehen gleich wieder auf. Wo ist jetzt der Weg nach unten? Meine Energie geht langsam auch zur Neige. Ja, gut. Ein bisschen was sammeln wir. Hier ist ein Loch. Hinunterspringen. Ist das gut? Du bist 8 Ebenen hinuntergefallen. Autsch. Bin ich jetzt tot? Nein? Okay. 8 Stockwerke und das überlebt man? Ja, okay. Okay, na, glaube ich, ein bisschen Schaden bekommen. Dadurch. Aber normal hätte ich jetzt erwartet, ich bin tot. Was ist das? Verschwind. Verschwind.
Au. Das ist kritisch. Das wird kritisch hier. Ist hier nicht irgendwo Iridium oder so etwas, was ich brauche? Oder einen Weg nach unten, dass ich noch schneller nach unten komme? Wäre auch toll. Okay. So, hier sind nicht mehr viele Steine, wollte ich sagen. Hier geht es auch gleich nach unten. Und weil ich gerade so viel davon habe, aufpassen. Die machen richtig Schaden. Okay. Nein. Nein, 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 nein. Hält das? Nein. Das hält ein bisschen, oder? Ja. Wir nehmen alles mit, was geht. Ich will jetzt nichts. Noch so ein Schleim. Ich bin voll. Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich. Ein Kaktus essen. Kann nur gut sein. Okay. Schleim, du und ich. Komm, komm heraus aus deiner Ecke. Ein Schleimei, das brauche ich unbedingt. Komm weg mit dem Lehm. Okay. Jetzt kommt wieder so ein Vieh. Oh Gott. Gut, bin wieder voll. Ah, okay. Wir kriegen das hier schon irgendwie hin. Kommt schon wieder so ein 1, 2, 1. Ah, das ist schon spannend hier. Hier ist der Abgang. Man muss jetzt extrem vorsichtig sein. Nicht so wie in einer anderen Mine, wo ich einfach durchgelaufen bin. Hier freiräumen. Immer den Fluchtweg freiräumen. Das ist wichtig. Na, Geister. Komm doch.
Und es ist schon so spät. Ich will nach Hause. Oh. Du bist eingesperrt. Kann ich den Diamant nicht mitnehmen? Kann doch sicher da das. Gut. Hier geht's abwärts. Was ist das Rote da? Ach so. Lass ich jetzt mal. Das ist wieder so ein großer Schleim. Ach so, ich komme da gar nicht durch. Ah, Iridium brauche ich. Ich bin permanent voll. Das brauche ich, glaube ich, auch. Komm, den Pilz brauche ich jetzt eher nicht, glaube ich. Das Ding könnte ich gut gebrauchen. Was habe ich dafür weg? Jetzt wird es kritisch, das vielleicht. Du und ich. Schleim. Kein Schleimei. Schade. Geh noch weiter nach unten. So schnell wie möglich. Ein bisschen Quarz. Ich hätte gern noch so ein Schleimei. Okay. Nach unten. Gibt es hier keinen Zwischenspeicher? Ciao. Oh, Iridium. Oh, das ist sehr gut. Ich hau ab. Mine verlassen. Wir sind das erste Mal aus dieser Mine ohne zu sterben. Ohne zu sterben. Das erste Mal. Oh. Wir haben einiges mitgenommen. Mehr als ich erwartet habe. Ah, ich bin jetzt stolz. Geschafft. Wir haben die Mine bezwungen. Dank dem Schwert. Habe ich jetzt irgendwas zum Verkaufen da? Pack mal hier den Kaktus rein. Kokosnuss, falls ich mal einen brauche. Also nur 4 Iridium? Okay, so gut war das nicht. Das hätte ich lesen können eigentlich. Wo stelle ich das hin?
Hier so? Nein. Komm, hier so. Ist aber kein Schmetterling drinnen, oder? Gute Nacht. Und das war's auch schon wieder für diese Folge, meine Freunde. Hier drüben seht ihr die Playlist. Würde mich freuen, wenn ihr reinschauen würdet. Und ja, lasst ein Like da und ein Abo. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal bei Stardew Valley.